lädt eigentlich Sascha das nächste Video. Der Veilchenweg in Oberhausen. Hier haben sich die Anwohner seit Jahrzehnten für eine bessere Straßenbeleuchtung eingesetzt. Eine Laterne war hier am Veilchenweg vorhanden. Die leuchtet natürlich nicht die komplette Straße aus. Außerdem stand die ein bisschen blöd. Ziemlich mittig auf dem Gehweg. Nach nur 30 Jahren haben die örtlichen Elektrizitätswerke keine Kosten und Mühen gescheut und die alte Laterne ersetzt und zudem noch 3 weitere spendiert. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die eine, die vorhanden war, dass die hat ja auch schon lange noch gestört, dass die versetzt würde und im Vorfeld das geklärt wird. Na, geklärt wurde es dahingehend, dass nun alle mitten auf dem Gehweg stehen. Wo wir dann an dem Morgen die Laternen gesehen haben, wie die standen, haben wir nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, das darf nicht wahr sein. Ich würde sagen, das ist wirklich eine Posse. Also wenn ich so arbeiten würde, hätte mein Mann mich schon längst entlassen. Ist so. Geht auf keine Kuhhaut. Also das ist wirklich unüberdacht und einfach planlos ausgeführt. Von wegen planlos. Die Energieversorgung Oberhausen AG schreibt, aufgrund von Anwohnerwünschen haben wir im Rahmen des Projekts Oberhausen soll heller und sicherer werden, Abhilfe geschaffen und 4 neue Straßenlaternen installiert. Weil am Rand des Gehwegs andere Kabel und Leitungen verlaufen, wurden die Laternen mitten draufgestellt. Endlich ist es heller und so viel sicherer. Unsere Nachbarin mit ihrem Rollator, die braucht ja auch noch mal kippen und bums, liegt sie im Auto. Ist ja Schaden da, ne? Ja, da heißt es. Warum nicht einfach näher an der Hecke, dass man normal vorbeilaufen kann? Zeit aufpassen und sich ein bisschen an die neue Gehwegssituation anpassen. Es gibt doch immer eine Lösung. Rollator-Cam. Ja, ich muss zurück, ne? Und wie gesagt, muss gucken, dass ich dann auf die Straße laufe, um an dieser Laterne vorbeizukommen. Ne? Da fährt dann zwar ab und zu mal der Bus, also aufpassen, aber wenn die Straße frei ist, geht es doch wunderbar. Also ist für mich doch ein großer Aufwand, um jetzt an dieser Laterne vorbeizukommen. Ne? Das stört mich also ungemein. Die Energieversorgung Oberhausen will nun helfen und prüft, die Gehwege beiderseitig abzusenken, um ein barrierefreies Wechseln der Straßenseite möglich zu machen. Stehen die Lampen im Weg, verlegt man nicht die Lampen, sondern den Weg auf die andere Straßenseite. Helle Leuchten, da in Oberhausen. Da zieht's mir das Steuergeld halt auch einfach wieder aus der Tasche an der Stelle. Schnell ins nächste. Gerade ist es staubtrocken auf dem Bauernhof der Gerstenhauers im thüringischen Bösleben. Aber wenn es mal regnet, fällt der Niederschlag auf ein hofeigenes Regenabwasserleitungssystem. Also vom Dach und dem Hof plumps rein in den Gulli. Und von da aus unterirdisch direkt in den Hessenbach hinterm Hof. Aber zum Glück hat der Abwasserzweckverband Arnstadt eine noch viel spritzigere Idee. Abwasserzwecksverband, meine lieben Freunde. Die Gerstenhauers sollen nun an einen neuen, schicken Regenabwasserkanal angeschlossen werden. Ich habe eine Erklärung. Ich denke mir, die sind nur, also sowas gibt's doch nicht. Warum denn so niedergeschlagen? Der neue Kanal liegt schließlich direkt an der Straße vor dem Hof. Und ist total praktisch. Er leitet das Regenwasser intelligent ab. Denn durch ihn fließt es nicht mehr hier in den Hessenbach, sondern hier. So kommt der Regen. Über mich, die denken, weil ich so alt bin, hier die. Jetzt regen Sie sich doch bitte nicht so auf. Damit das Wasser nicht mehr da, sondern hier in den Bach fließt, benutzen Sie eben statt des alten Rohrs ein neues. Hin zum Abwasserkanal. Das müssen Sie einfach nur einmal quer in Ihrem Hof einbuddeln. Das war's doch auch schon. Das wär's dann nicht, weil der Hof ein natürliches Gefälle hat. Und da Wasser nicht bergauf fließt, müsste eine Hebeanlage eingebaut werden. Und das kostet dann richtig Geld. Tja, Geld ist eben wie Wasser. Es muss fließen. Schließlich hat der Abwasserzweckverband von Anfang an. Ich mag einfach diese Reime und diese. Alles bestens Vergleiche und so. Durchdacht. Geil.
Über die Verhältnismäßigkeit des Baus einer Hebeanlage lässt sich streiten. Ja, 7 Jahre lang. Aber jetzt dürfen die Gerstenhauers ihr altes System doch noch behalten. Die Anschlussgebühren von 2000 Euro zahlen sie natürlich trotzdem. Alte Bauernhofweisheit: steter Tropfen hüllt den Geldbeutel. Ich schaffe nur noch eins, Chat. Das ist Paul Bethke. Er sieht zu wenig Zucker in Limonade. Okay, jetzt reicht's. Scholten aus, jetzt vertickt reicht's, reicht's. Aber illegales Zeug. Ein Getränk, das... Ich liebe die Sprecher. Ohne Scheiß, die haben so einen fucking Preis verdient. Wir hören noch mal rein, Chat. Wir hören noch mal rein. Vertickt aber illegal... Psst, Chat, anschnallen. Er sieht unbescholten aus, vertickt... Er sieht unbescholten aus? Ja, ich kann nicht mehr. Er sieht unbescholten aus, vertickt aber illegales Zeug. Ein So sieht ein wahrer Verbrecher aus, Chat. Es fälschlicherweise vorgibt, eine Limonade zu sein. Und Beke gibt das auch noch offen zu. Konventionelle Limonaden haben oft bis zu 10% Zucker, was aber eben total ungesund ist. Und wenn man eine Limonade wie hausgemacht herstellt, was unser Credo war, dann muss man diesen Zucker... Sein Credo-Chat, ein wahrer Assassine. ...kann er einfach nicht reintun. Bethke glaubt, sein Verhalten sei von ganz oben gedeckt. Wir wollen die Menschen dabei unterstützen, sich gesünder zu ernähren. Doch das Lebensmittelüberwachungsamt Bonn hat ein Lebensmittelüberwachungsamt dieser nur vermeintlich harmlosen Flaschen mal genauer untersucht. Das Ergebnis ist ein Skandal. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurde in dem Erzeugnis ein Zuckergehalt von 5,6 Gramm pro 100 Milliliter festgestellt. Diese Limo ist amtlich unterzuckert. 7 Gramm Zucker müssen mindestens drin sein, schreiben die Lebensmittelkontrolleure. Dieser Zucker ist produktwesentlich und macht auch den Charakter einer Limonade aus. Eine Unterschreitung des Gesamtzuckergehaltes von 7% entspricht nicht der Verkehrsauffassung für eine Limonade im Sinne der Leitsätze. Da ist auch völlig egal, dass Ernährungsministerin Klöckner sich mit einer nationalen Strategie zur Reduktion von Zucker für weniger süße Getränke einsetzt. Beispielsweise fällt die Reduktion bei Limonaden mit 0,2 Gramm pro 100 Millilitern sehr gering aus. Da muss mehr Tempo rein. Auf der einen Seite stellt die Ministerin sich in die Presse und wirbt für weniger Zucker und sagt, da muss mehr Tempo rein, da muss mehr passieren. Andererseits wird dann diese eigene Strategie in der Praxis total konterkariert. Wir kriegen einen Brief, wo eben gesagt wird, ihr habt zu wenig Zucker, also genau das Gegenteil von dem, was sie offiziell fördert. Deshalb hat Lemonade... Kylie Jenner donatet 5 Euro, korrekt. Der Ministerin Danke. Ein Denkmal gesetzt aus Zucker. Denn solange bundesweit keine neuen Regeln beschlossen werden, können die Kontrolleure den Limo-Panschern drohen. So werden sich weitergehende behördliche Maßnahmen gegen sie nicht vermeiden lassen. Doch es gibt auch noch eine Alternative zu mehr Zucker. Wir dürften sie nicht mehr Limonade nennen. Wir müssten alle Flaschen wegschmeißen, weil sie eben direkt bedruckt sind. Das sind Mehrwegflaschen mit direkt Keramikdruck. Das würde einen riesen Müllberg verursachen. Jetzt hat der Limonadenfälscher doch sicher was dazugelernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Chat, aber ohne Scheiß, das ist wirklich wieder so ein gutes Extra-3-Video. So unglaublich gut kommentiert, so voller Sarkasmus und Hass auf das System. Der Limonadenfälscher. Schaut ihn euch an, Chat. Er sieht aus wie ein netter Unschuldiger. Aber er ist ein ganz schlimmer Finger. Schaut ihn euch an. Der Limonadenfälscher. Berg verursachen. Jetzt hat der Limonadenfälscher doch sicher was dazugelernt. Wir sind... Ohne Scheiß, Pablo Escobar ist ein Scheiß gegen ihn. ...dabei, sozusagen den Zuckergehalt so gering zu halten wie irgend möglich und werden es, wenn wir können, immer weiter nach unten schrauben. Dieses gesetzlose Gesindel gibt einfach nicht klein bei. Man muss schon zugeben, die sind wirklich nicht aus Zucker. Sehr geile Folge. Sehr, sehr geile Folge, Chat. Ja, bin ich auch für. Er kann froh sein, dass er nicht weggesperrt wird und die Sonne nie wieder sieht.